Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Wir waren hier stehen geblieben bei diesen beiden Hunden hier, die sich beide, glaube ich, als Künstler definieren, obwohl sie nicht wissen, was sie für ein Kunstwerk denn schaffen sollen. Wir hatten ein paar Rätsel mit Sans und Papyrus gelöst und wir sind anscheinend bei einem weiteren angekommen. Das muss ich auch nochmal überlegen, wie das ging. Also ich muss gerade überlegen, werde ich hier lang fahre. Hier lang. Ja, so muss es gehen, oder? Also so. Eigentlich kann ich direkt zu dem da oben, oder? Ja. Ich meine schon. Dann hier, hier, hier. Ja, genau. Müsste eigentlich nicht so schwer sein. Zack. Und Schalter drücken. Ging es eigentlich auch unten lang? Oh! Ja, ging es. Sun und Papyrus und Papyrus ist siegreich über den Grabstein von Sans, oder was? Es ist ein Lumpen von Schnee mit dem Wörtern Sans, der es drin geschrieben ist mit einem roten Markierer. Es ist ein Schneepapyrus. Haha. Oh, okay, ich muss es nochmal machen. Okay, ich... Na gut, dann mach ich es halt nochmal schnell. Ich habe das nicht im Kopf gehabt, dass ich das nochmal machen muss, wenn ich runterfalle. Aber ist okay. Dauert ja nicht lang. Gut. Ah ja, hier bin ich durchgerutscht. Okay. Hallo, Sans. Wie geht's? Okay. Mehr nicht? Okay. Giftrot confronts you. Wie war das? Ich glaube, ich muss ihn undekorieren, oder? Jetzt geht es ihm besser, ja. Er ist ein wenig weniger irritiert. Jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. I use the striped cane that says I use this tiny cane to walk. Weight has been lifted. Ich glaube, jetzt ist er zufrieden. Er hat keine Probleme mehr. Ja. 20 Gold bekommen. Ganz nett. Hast du dich verirrt? Nö. Ich weiß genau, wo ich hingehe. Ich erinnere mich noch, dass ich letztes Mal so die ganze Zeit davor stand und mich gefragt habe, wie ich diese Tür öffne. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Es ist eine Tür. Konnte man diese Tür wirklich öffnen? Ich würde so gerne wissen, ob man diese Tür öffnen kann. Letztes Mal bin ich einfach vorbeigegangen, weil ich nicht wusste, ob man sie öffnen kann oder nicht. Aber, ja. Ich glaube, er würde immer dasselbe sagen, oder nicht? Ja, ja. Er sagt schon dieselben Wörter. And this is a snowpuff. This, however, is a snowpuff. Surprisingly, it's a snowpuff. Uff. Was für ein kleines Hundehäuschen. Snowpuff. Is it really a snowpuff? Behold, a snowpuff. Huh? There's 30 gold inside this. What is this? It's a snowpuff. Und jetzt? Jetzt kommt's. Hier nehme ich noch. Hallo. Na? Oh, ist ja nicht süß und klein. Nicht so ganz. Es ist der größere Hund.
Check, Pet, Play, Beckon, Ignore. Hm. Pet mögen die immer, oder? Oh, er ist zu weit weg. Ich streiche nur die Luft. Ah! Er beobachtet mich. Spielen, Beckon, Play? Er ist nicht aufgeregt genug. Ich habe Glück gehabt, dass es zu blau geworden ist. Er wartet auf mein Kommando. Beckon? Ich rufe ihn. Oh. Er schlägt mir das Gesicht ab, ne? Glaube ich. Scheißbär. Er sucht Zuneigung. Dann hau mich nicht die ganze Zeit. Play? Ah, nicht aufgeregt genug. Okay. Pet? Oh. Er schläft ein. Hm. Und wacht auf. Er ist so aufgeregt. Er streichelt den Untergrund mit seinen Vorderpfoten. Das heißt, jetzt kann ich mit ihm spielen, ne? Ich mache einen Schneeball und werfe ihn, damit der Hund ihn fangen kann. Es zersplittert auf dem Boden. Er bringt all den kleinen Schnee in die in das Gebiet von dem Gebiet und bringt ihn zu mir. Oh! Jetzt ist der Hund sehr müde und tut den Kopf auf mich zum Entspannen. Ich habe zu viel gelesen und zu wenig gespielt. Das ist, glaube ich, mein erstes Game Over bei dem zweiten Durchlauf. Tut mir leid, Leute. Versuch's nochmal. Hallo, Leute. Da sind wir jetzt wieder mit dem Kampf gegen den größeren Hund. Ja, ich denke, ich muss ihn jetzt ein bisschen... Ich muss das versuchen, ein bisschen ernster zu nehmen. Ich meine, ich bin einfach nur manchmal blöd im Ausweichen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Okay, Beckon. Das hatten wir schon. Ah! Oh! Verdammt. Okay, Es hat ja gut geklappt, ne? Pet? Okay. Er ist so aufgeregt. Ich weiß nicht, wie mich das nicht getroffen hat. Play? Hatten wir schon alles? Also eigentlich muss man erst in eine Richtung gehen und dann wieder in die andere bei dieser Attacke. Und ich weiß es, aber manchmal rede ich halt dann noch zu dem Zeitpunkt. Und ich versuche jetzt einfach mich ein bisschen zu konzentrieren. Also Entschuldigung, wenn ich nicht so viel sage dann in diesen Momenten. Pet Capacity ist 40%. Heißt das, ich muss ihn noch häufiger jetzt streicheln? Oh, 100%. Oh, the dog flops over with its leg hanging in the air. Wow, das war knapp. Er ist jetzt zufrieden. Schön. Dann haben wir es jetzt doch endlich geschafft. Streichel ihn. Los. Oh. Ah, diese Bosse hier. Herrlich. Ich liebe es. Okay, dann haben wir das jetzt schon mal geschafft. Und jetzt geht's gegen Papyrus. Mensch! Das ist deine finale und gefährlichste Herausforderung. Der Handschuh des schrecklichen Terrors? Ist, glaube ich. Oh, okay.
Wenn ich ein Wort sagen werde, wird es sich aktivieren. Vor allem dieser Hund hier. Kanonen werden feuern. Speere werden schwingen. Messer werden... Blades will slice. Ich weiß nicht gerade die genaue deutsche Besetzung. Ja, alles wird gefährlich hoch und runter schlingen. Es wird nur eine schmale Chance von einem Sieg bleiben. Bist du bereit? Weil ich bin kurz davor, es zu tun. Nun? Was wartest du? Worauf wartest du? Hold up? What hold up? Also ich werde es gleich aktivieren. Das sieht nicht sehr aktiviert aus. Nun, diese Herausforderung, es scheint vielleicht... Es wäre zu einfach, den Menschen damit zu besiegen. Ja, wir können das einfach nicht benutzen. Ich bin ein Skelett mit Standards. Meine Lösungen sind sehr fair. Und meine Fallen sind sehr... gut gekocht. Ja, klar. Aber diese Methode ist nun... zu direkt. Und es hat einfach keine Klasse. Weg damit. Puh. Worauf schaust du? Es war ein... weiterer... ganz klarer Sieg für Papyrus. Oh Mann. Na sonst, wie geht's dir so? Ich weiß nicht, was mein Bruder nun tun wird. Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, dass ich blaue Attacken verstehe. Die hatten wir ja gerade schon. Snowden! Willkommen zu Snowden Town. Gehen wir erstmal in den Shop rein, bevor wir speichern. Hallo Reisender, wie kann ich dir helfen? Was würdest du gerne kaufen? Ich würde gerne den Cinnamon Bun kaufen, ganz ehrlich. Ist super. Das brauche ich nicht. Okay, dann kann ich was verkaufen? Geht nicht, nee. Ich finde es lustig, es gibt immer eine verkaufende Option, aber soweit ich weiß, kann man tatsächlich nichts verkaufen bei Undertale. Sag hallo. Hiya. Hiya, welcome to Snowden. I can't remember the last time I saw a fresh face around here. Where did you come from? The capital? You don't look like a tourist. Are you here by yourself? What to do here? You want to know what to do here in Snowden? Wilburys has food and the library has information. If you're tired, you can take a nap at the inn. It's right next door, my sister wants it. And if you're bored, you can sit outside and watch those wacky skeletons do their thing. There's two of them, brothers I think. They just showed up one day and asserted themselves. The town has gotten a lot more interesting since then. Ja, seit die beiden da sind, das glaube ich. Think back to your history class. A long time ago, monsters lived in ruins back there in the forest. Long story short, we all decided to leave the ruins and head for the end of the caverns. Along the way, some fuzzy folk decided they liked the cold and set up camp in Snowden. Oh, and don't think about trying to explore the ruins. The door's been locked for days. For ages. Ach ja. Das war das, ne? Es sei denn, du bist ein Geist... oder kannst unter der Tür durchkriechen, vergiss es. Also, wir müssten ein Geist sein oder unter der Tür durchkriechen. Könnten wir doch Naps Tablock vielleicht fragen? Dann werden wir das nochmal genau schauen müssen. Das Leben ist das gleiche wie sonst, ein bisschen klaustrophobisch. Aber wir alle wissen ganz tief in uns drin, dass Freiheit kommen wird, nicht wahr? Und solange wir Hoffnung haben, können wir unsere Zähne knirschen und die gleichen Probleme Tag für Tag facen.
Ich weiß gerade nicht, was ich auf Deutsch dazu sagen soll. Das ist das Leben, nicht wahr? Ja. Okay, dann. Ich muss mal so eine Box finden und ein paar Sachen ablegen von meinen Items, glaube ich. Was habe ich denn? 10 HP halt es. Spider Donut halt auch. Ich weiß ja nur nicht mehr wie viel. 12 HP. Super. Ich liebe diesen. Ich möchte unbedingt den Spider Donut und die Spider Cider in dem Kampf gegen Muffet einsetzen. Das wäre lustig. Faded Ribbon, das kann ich nicht benutzen. Das ist. Eine Angriffsattacke. Butterscotch Pie war auf jeden Fall auch Heilung. Alle HP. Geil. Ich glaube, letztes Mal hatte ich irgendwas anderes bekommen, weil ich nicht gesagt hatte, dass ich Butterscotch Pie mag. Was soll ich mit dem Schneemann-Ding machen? Oh, halt 45 HP. Aber ich kann das nicht benutzen, weil. Weil dann ist es doch weg. Ich muss. Was ist nochmal? Ice Queen ist halt auch, ne? 15 HP. Okay. Da ist eine Box, super. Das passt hier super. Okay, machen wir vor allem jetzt mal das hier weg. Ich weiß nicht, vielleicht. Okay, ich mache jetzt erstmal das Schneemannstück weg und kaufe noch einen weiteren Cinnamon Bun. Und einen mache ich für das Dings. Ah, nee, ich wollte rausgehen. Das reicht mir erstmal. Ich lager mal tatsächlich ein oder zwei in der Box, damit ich dann später noch welche holen kann. Ich finde die schon ziemlich geil. Dinger. Okay. Speichern wir kurz. Ich glaube, den Part müssen wir noch nicht beenden. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um ein paar Sachen zu erkunden. Hier den, die Schenke, ne? Welcome to Snowed Inn. Snowed Inn's. Okay, Hotel. Premier Hotel. Ich dachte, Inn heißt Schenke. Eine Nacht ist 80 Gold. Das ist aber viel. Oder soll ich wirklich 80 Gold zahlen? Ich möchte nicht für 80 Gold hier übernachten. Ach ja, genau. Ich habe den einmal probiert. Funktioniert tatsächlich. Diese Lady da drüben. Irgendwas von über sie stört mich. Isn't my little cinnamon just the cutest? Bun-buns are so adorable. Tihi. Keine Maus, ja? Okay. Sieht irgendwie eher aus wie eine Maus. Aber okay. Will ihn nicht verurteilen oder so. Awful teens tormented a local monster by decorating its tree-like horns. Okay, ja, ich hab's abdekoriert, sag ich mal. So we started giving that monster presents to make it feel better. Now it's a tradition to put presents underneath a decorated tree. Yo, you're a kid too, right? Ah ja, hier nehme ich dich. I can tell, cause you're wearing a striped shirt. Ja, danke. Hast recht. Diese Stadt hat keinen Bürgermeister. Aber wenn es jemals ein Problem gibt, wird ein Skelett einer Fischlady das es erzählen. Das sind Politik. Das ist Politik. Okay. Hatte ich mir das. Kann ich mir das Ding angucken? Ist von Santa an viele verschiedene Sachen adressiert. Na ihr beiden.
Everyone is always laughing and cracking jokes, trying to forget our modern crisis. Dreariness, crowding, lack of sunlight. I would join them, but I'm just not very funny. Wieso? Also das Aussehen ist lustig. Well, we all know the underground has problems, but we smile anyway. Why? We can't do anything, so why be morose about it? Ja. Hallo, ihr beiden. Pass auf, wo du dich hinsetzt, Kind. Dieser große Typ wird auf deinen Schoß springen und dir viel Liebe und Aufmerksamkeit geben. Klingt doch gar nicht so schlecht. We're sentries, but we never get any respect. Wish the skeletons would throw us a bone. We love bones. Ja. I'm thinking of getting a spike collar to show off my personality. It makes a statement like, attach a leash to me and take me for a walk, please. Das war mal eine Ansage an all die Leute, die so Stachelhalsbänder tragen, diese, ja, so Punks in die Richtung, ne? It's playing poker against itself. It appears to be losing. I put out a line for some girls today. Someone told me that there are plenty of fish in the sea. Well, I am taking that seriously. I'm literally going to make out with a fish. Okay. Those dogs are part of the Royal Guard, the elite military group led by Undyne. She's rude, loud, and beats up everybody who gets in her way. It's no wonder all the kids want to be like her when they grow up. Ja klar. No matter where I go, it's the same menu, the same people. Help, I want new drinks and hot guys. Der braucht wirklich Hilfe, der Hase da. Hm. Menschen essen wirklich verschieden von Monster essen? Das things like spoil. Spoil ist doch. Ich kenne doch Spoil Child, den Ausdruck, also verwöhnt, oder? Wenn du es isst, geht es durch den ganzen Körper durch. Widerlich. Ich würde es ganz gerne irgendwann mal versuchen. Okay. Okay, Leute. Die Jukebox ist kaputt. Toll. Die Hauptstadt wird ziemlich überfüllt, also habe ich gehört, dass sie so langsam nach Snowden Town ziehen. Hm. Ich möchte nicht, dass unsere lokale Kultur ausgelöscht wird. Aber ich würde ganz gerne City Slickers in ihre Ärsche rein schmuggeln. Okay. Ich habe das nicht ganz verstanden. Wilbur said that he would offer you a glass of water, but he doesn't touch the stuff. Okay. Alles klar, ja. Ich erinnere mich auch nicht, dass ich großartig hier was tun konnte in diesem Laden. Kommen wir sowieso nochmal später hin. Let's play Monsters and Humans. You aren't gonna make me the human again, are you? Ah, to be young again. The world sure felt boundless. Okay, die sagen das gleiche. Ich erinnere mich an das Klopfen. Ah, was für ein wundervolles Klopfen. Vielleicht, wenn ich nicht antworte, werde ich es wieder hören. Ah. Meine Geduld belohnt mich. Aha. Ah. Oh Mann. Auf damit. Ganz oben war auch noch irgendwas. Oder nicht? War hier nicht was? Hm. Vielleicht falsche Erinnerung. Hier konnte ich auch nicht weiter. Hier war die Bibliothek. Kann ich da schon hingehen? Ja,
Schau noch mal rein. Papyrus Mailbox ist leer. Okay, Bücherei. Hallo. Willkommen zu der Bücherei. Ja, wir wissen, das Zeichen ist falsch geschrieben. Ich fand, das war das Beste. Dieser Blick in dein Auge. Du hast irgendwie Probleme, Unit Jumble zu lösen, oder nicht wahr? Verdammt! Woher weißt du das? Ich liebe es, in der Zeitung zu arbeiten. There's so little to report that we just fill it with comics and games. Okay. Da ist wohl nicht viel los. Hust, hust. Als ich jünger war, haben meine Lehrer mir Wörtersücher gegeben, wenn sie nicht mehr weitere Aufgaben hatten. Also das, was wir jetzt hatten bei Dings. Papyrus und Sans. Ich dachte, das wäre eine Zeitverschwendung, aber schau mich jetzt an. Ich bin jetzt der beste Weltwortsucher in dem ganzen Untergrund. Oder Creator, hat sie gesagt, ne? Also Ersteller. Liebe, Hoffnung, Mitgefühl, das ist, was was Leute sagen, dass Menschen Monsterseelen draus gemacht sind. Aber die absolute Natur von einer Seele ist unbekannt. Insgesamt haben Menschen nämlich bewiesen, dass diese Sachen nicht in ihren Seelen existieren müssen. Naja, die Menschen... Naja. Monster History Part 4. Fearing the humans no longer, we moved out of our old city home. We braved harsh cold, damp swamp land and searing heat. Until we reached what we now call our capital. New home. Again, our king is really bad at names. Ist hier Teil 1? Das ist ein Schulenreport über Monsterbeerdigungen. Monsterbeerdigungen, genau genommen, sind ganz schön cool. Wenn Monster alt werden und ins Gras beißen, sage ich mal. In Beerdigungen nehmen wir den Dunst und verteilen ihn an das, was die Person am liebsten gemacht hat. Und dann wird ihre Essenz weiter in diesen Dingen leben. Das hatten wir doch auch bei... Oh. Mir ist gerade so eingefallen. Bin ich schon am Seitenminimum jetzt? Ich habe irgendwie keine Lust mehr, das zu schreiben. Mir ist eingefallen. War das nicht mit Asriel? Es gab diese Person, die einen Wunsch hatte. Es gab diese Person, die einen Wunsch hatte, dass sie... Asriel hatte den Wunsch, nochmal die Blumen zu sehen, ne? Ist Asriel Flowey? Aber selbst das, das wäre doch ein bisschen... Ich weiß nicht. Aber es würde Sinn ergeben, oder nicht? Aber nee, warum wäre er dann so grausam? Das verstehe ich nicht. Asriel... Also das, was wir von Asriel wissen, ist doch ganz anders als Flowey, aber... Egal, schauen wir es mal weiter. Während die Monster größtenteils aus Magie bestehen, Menschen bestehen größtenteils aus Wasser. Menschen mit ihrer physischen Form sind ziemlich viel stärker als wir, aber sie werden nie wissen, was das Gefühl von Vergnügen ist, wie man sich selbst durch Magie ausdrücken kann. They will never get a bullet pattern birthday card. Here I am writing this book. A person comes in and picks up the book. They start reading it. Oh, sorry. I'm still writing that one.
Because they are made of magic, monsters' bodies are attuned to their soul. If a monster doesn't want to fight, its defenses will weaken. And the crueler the intentions of our enemy, the more their attack will hurt us. Therefore, if a being with a powerful soul struck with the desire to kill, let's end the chapter here. Das hatten wir schon. Entschuldigung, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir das schon hatten oder nicht. So, okay. Also ich könnte jetzt hier weitergehen. Das, ja, das, genau, das war zu hier nämlich. Auch Papyrus Haus ist verschlossen. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier zurück. Und wir speichern mal kurz diesen Part. Die Ansicht von solch einer freundlichen Stadt erfüllt dich mit Determination. Oh, wie schön. Gut. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Wir haben jetzt hier ein bisschen was erkundet. Wir haben ein bisschen Snowden Town jetzt nochmal genau uns angeschaut. Und dann sehen wir uns jetzt erstmal beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht mit Undertale. Bis dahin wünsche ich allen das Beste und sage wie immer einfach nur bye bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal.